Ich finde es gut, dass die es stärker kontrollieren. Da kann nicht jeder nach Deutschland gehen. Ja, ich finde es gut. Also ich finde jetzt nicht, dass es eine super Idee ist, weil die Flüchtlinge buchen ja auch irgendwie Asyl und deswegen verstanden die es nicht, dass sie die Grenzen verstärken. Ich glaube generell, dass es ein Trend ist in ganz Europa oder in vielen Ländern. Das sieht man ja in Ungarn, die jetzt einen Grenzzaun bauen, dass einfach die Politik oder die Politiker und die gesamte Politik auch in Österreich überfordert ist mit dem ganzen Thema. Und ich glaube, dass man eigentlich der Ursprung des Übels in den Ländern suchen sollte, wo die Leute flüchten müssen. Weil wenn dort ja politisch und alles in Ordnung wäre und kein Krieg wäre, dann müssten sie ja nicht flüchten. Also ich halte es für keine gute Idee, weil die Flüchtlinge kommen sowieso irgendwie über Grenzen. Wenn ein Flüchtling gehen will, dann geht er. Ob die Grenze zu ist oder kontrolliert wird oder offen ist, er geht. Also das ist absolut Schwachsinn, finde ich jetzt, die Begründung von ihm. Man sollte die Situation in den Heimatländern verbessern. Ich finde das nicht eine gute Idee, man sollte das nicht machen, weil ich finde es gut, so wie das jetzt ist. Ja. Ja, es ist eine gute Idee. Also ich wäre auch nicht dafür, dass man das verstärkt. Ich meine, es ist kein Problem, man sollte Leute helfen, oder? Aber momentan höre ich viele Sachen, dass sie schon Randalierer tun. Einen Jungen haben sie schwer verprügelt und sie teilen brutale Förderung kriegen, mehr als für die Leute, die selber da leben, oder? Also Geld, ich weiß nicht, und, Wohnung, neue Sachen. Und da finde ich das irgendwo nicht okay, oder? Es gibt da nur Leute, die mehr Hilfe benötigen. Ja, und in der EU sind ja so keine Grenzen und dann sollte man das auch so lassen. Nein, ich will Grenzen nicht zumachen, halt stärker kontrollieren, wenn es gut ist, wie es ist.